Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Heute geht's um eine Uhr, dessen Variante ihr schon mal gesehen habt, aber das Ding, das ist nochmal ganz was Besonderes. Legen wir los. Seeger Design, Leute. Ich glaube, ihr kennt Seeger Design. Ich hatte euch schon mal die Blue Planet vorgestellt. Die kam relativ gut an, weil sie komplett was anderes ist. Und diese Art von Video ist auch komplett anders aufgebaut als die klassischen Reviews von mir, denn hier gibt es praktisch nicht so wirklich diese Hard Facts und so, weil keiner kauft sich die Uhr wegen den Hard Facts. Seeger Design hat mich kontaktiert, haben gesagt, hey, wir haben eine neue Variante rausgebracht von der Blue Planet, ob ich nicht vorhab, die vorzustellen. Und nachdem eure Rückmeldung zur letzten Variante so positiv war, dachte ich, komm, hauen wir nochmal einen raus mit der Sondervariante. Das hier ist die Gilded Age. Das Besondere an der ist eigentlich die Materialien und die Verarbeitung. Aber bevor wir dazu kommen, erst nochmal hier diese Verpackung, die ist doch mega geil. Und das ist einfach das Ding, das habe ich auch schon bei der ersten Variante mega gefeiert. Das Ding sieht einfach aus wie ein Buch, wie ein verdammtes Buch. Ihr könnt das Ding aufmachen und so weiter, ist wirklich wie ein Buch gemacht. Und was ich gut finde, ist, dass sich Seeger selbst bei der Sondervariante die Mühe gemacht hat, das Packaging anzupassen zur Uhr selber. Denn oft ist ja die Box immer die gleiche und die Uhren sind unterschiedlich, aber nicht bei Seeger. Wir machen das Ding auf und wie auch bei der ersten Variante sehen wir hier die Uhr drinnen und das ganze Ding sieht einfach aus wie ein UFO, wie eine fliegende Untertasse. Und es ist im Prinzip genau die gleiche Uhr, wie man sie schon vorher kannte. Wir haben hier ein Kautschukband dabei. Das schließe ich jetzt hier mal kurz an. Wir haben hier auch diese Quickwechsel-Pins. Das heißt, es geht alles relativ easy, wenn man das Band rauf und ab tun will. Und die Uhr sieht übrigens auch total witzig aus mit NATO-Bändern und Lederbändern. Könnt ihr gerne vorbeischauen bei www.theriskguy.eu, wenn ihr coole NATO-Bänder haben wollt. Und so sieht das Ding dann final aus. Das hier ist die Gilded Age. Ganz schwarz. Wir haben hier ein Keramikgehäuse. Ja, Seeger Design baut Uhren mit Keramik. Keramikgehäuse und zwar ein komplett glänzendes Keramikgehäuse und ich finde, das unterstützt nochmal diese Verrücktheit der Uhr und das ist irgendwie total witzig, ganz ehrlich, weil es ist eh absurd. Diese Uhr ist sowieso absurd, diese Uhr ist gemacht für einen absoluten Liebhaber der Uhrenwelt und jemand, der eh schon alles hat, jemand, der das so ein bisschen nur für die Sammlung haben will. Da hätte es eigentlich gereicht, dass Seeger die Stahlvariante rausbringt. Und dann kamen sie noch mit der Titanvariante, die ich euch ja schon vorgestellt habe. Und jetzt kamen sie auch noch mit dieser Variante. Und ich finde das irgendwie cool, dass die da irgendwie weitermachen, bei so einer absurden Uhr immer noch neue Varianten rauszubringen, weil sie einfach das Design feiern. Und ich finde das auch mega cool. Das, was die Uhr jetzt natürlich ausmacht oder das, was die Uhr anders macht als die klassische Variante, ist, dass hier diese Erdmassen in Gold gefasst sind, anstatt in Silber. Und zwar, das ist nicht einfach nur Goldoptik, sondern das ist echtes vergoldetes Gold. Es ist echt vergoldet. Und zwar mit 24 Karat Gold. Also das ist praktisch das reinste Gold, was man kriegen kann. Und das haben sie da drauf gepackt. Und das dauert über 68 Stunden, bis sie das so hinbekommen, dass es so aussieht, damit es natürlich auch die Landmassen der Welt und die ganzen Gebirge und so weiter akkurat wieder darstellt. Hier haben wir auch wieder den Indischen Ozean praktisch als Mittelpunkt, denn das ist eine chinesisch-asiatische Uhr. Und natürlich ist für China und allgemein für Asien der Mittelpunkt der Welt da, wo sie sind, anstatt da, wo wir sind. Aber das verleiht die Uhr nochmal einen anderen Style, weil die klassische Weltkarte, wie man sie kennt, die kennt man halt von Google Earth und das ist halt immer das Gleiche und ihr habt ein bisschen was anderes. Hier gilt wirklich wieder das Gleiche wie bei der anderen Uhr. Die Variante, wie ihr die Uhrzeit abliest, ist ganz anders, denn ihr habt hier einen Kompass drauf auf der Uhr. Den sieht man hier an der Seite und die Uhr hat praktisch nur einen Zeiger und das ist der Kompass. Da drin ist ein normales Selita-Werk, also eigentlich ein Basiswerk, aber sie haben die Gearing Ratio, also das Getriebe der Zahnräder sozusagen, so angepasst, dass sich der Minutenzeiger sozusagen viel schneller dreht als der Stundenzeiger. Nämlich der Minutenzeiger dreht sich nicht 360 Grad, also einmal um sich, sondern 390 Grad und der Stundenzeiger dreht sich 30 Grad. Wir haben es halt so gemacht, dass ihr die Uhrzeit praktisch mit einem Zeiger ablesen könnt. Ihr dreht an diesem Minutenzeiger und die ganze Welt dreht sich mit. Und das ist halt das Besondere an dem Ganzen. Man sieht es hier so ungefähr. Sieht einfach ganz, ganz eigen aus. Ist eigentlich ein Designobjekt, ein Liebhaberobjekt und jetzt keine Alltagsuhr. Das ist eh klar, dass es keine Alltagsuhr ist. Aber es ist irgendwie mal ganz was anderes und ich finde es wichtig, auch sowas zu zeigen. Zumal ja die Uhr irgendwo auch einen guten Zweck hat für die Umwelt. Und das ist auch das Allercoolste, was ich mit Seeger aushandeln konnte. Die Uhr hat einen Listenpreis von $1,899, also $1,900. Jetzt haben wir aber einen Sonderrabatt, den es eigentlich nur inoffiziell gibt bei Seeger. Und dabei geht es um diese spezifische Uhr. Denn wie ihr wisst, hat es ja ein folgenschweres Erdbeben in der Türkei gegeben. Und da gab es sehr, sehr viele Opfer in der Türkei und auch wir als Boobs und als The Wrist Guy haben dafür gespendet. Und ich habe Seeger gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir die Uhr an einem von euch verkaufen, wenn sie jemand haben möchte, zum reduzierten Preis von 1.200 €. Das heißt, ihr spart euch echt viel Geld. Das ist eigentlich nur ganz inoffiziell. Für 1.200 € kriegt ihr genau diese Uhr und das Geld wird zu 100% an die Opfer des Erdbebens in der Türkei gespendet. Das heißt, ihr habt die Chance, etwas Gutes zu tun. Wir haben die Chance, auch was Gutes zu tun, euch eine Uhr anzubieten mit extremem Rabatt, ein Liebhaber
Kleidungsstück sozusagen. Und das wäre sowas, das habt ihr dann ein Leben lang in eurer Kollektion und das erinnert euch halt einfach an diese gute Tat, die wir eben gemacht haben, um dahin das Geld zu spenden. Das heißt, für alle, die die Uhr cool finden, schaut gerne vorbei. Alle Infos unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr die Uhr wollt, könnt ihr mir sehr, sehr gerne eine E-Mail schicken auf contact@theriskguy.eu oder schreibt mir gerne per Instagram und wir kriegen das Ganze über die Bühne. Und wie gesagt, die Einnahmen werden zu 100% gespendet. Da zieht sich irgendwie keiner irgendwas ein oder so. Zu 100% geht es an die Erdbebenopfer. Und somit hat die Uhr, finde ich, sowohl für die Umwelt als auch humanitär gesehen einen guten Zweck erreicht und hat auch einen coolen Platz bei uns in der Wristfam. Und ich finde es vor allem sehr cool, dass Sieger dem zugestimmt hat, denn das ist ihre Uhr, die haben mir diese Uhr zur Verfügung gestellt und das ist auch ihre Uhr, die ich hier praktisch deutlich unter Wert verkaufe und jede normale Marke würde sagen, nein, das wollen wir nicht, aber Sieger hat gesagt, passt für einen guten Zweck, gar kein Thema, machen wir gerne. Gut Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir sehr, sehr gerne Likes und Abos da wie immer. Wie gesagt, meldet euch gerne, wenn ihr Lust habt auf diese coole Uhr und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.